Ich habe Witcher 3 7 Jahre lang falsch gespielt. Ich hoffe, dass keiner von euch denselben Fehler macht. Servus Hexer, heute bin ich für euch mit einem richtig krassen Video zurück. Hört sich unglaublich nach Clickbait an, aber ist wirklich so. 7 Jahre lang habe ich Witcher 3 falsch gespielt. 200 Spielstunden habe ich eine Sache nicht gesehen. Und seit einer Woche ist die mir jetzt bewusst. Und das ist so ein gigantischer Unterschied. Einfach krass, das ist mein größter Gaming-Fehler, den ich bei mir bis jetzt gemacht habe. Wenn ihr nicht die ganze Zeit mit Tränken spielt, Absuden, Bomben werft und nicht die ganze Zeit die Öle benutzt, die nicht hergestellt habt, dann macht ihr den gleichen Fehler wie ich. Und wenn ihr sagt, ja, das Ganze brauche ich gar nicht, das Spiel ist so einfach, dann verpasst ihr etwas ganz Großes. Das ist echt richtig krass. Mittlerweile ist mir das Ganze bewusst, seit einer Woche spiele ich Witcher 3 jetzt richtig besser. Und was das Ganze ist, möchte ich euch hier in diesem Video zeigen. Ich habe auch schon richtig geile Builds gebaut, seht ihr hier mal kurz eingeblendet. Absolut gestört, was man im Endgame für Builds bauen kann, für Schaden raushauen kann, mit den richtigen Rüstungen, mit den richtigen Skills und so weiter, ist da sowas Geiles möglich und das wird für euch auch in den nächsten Tagen rauskommen. Kommen wir aber zurück zu den ganzen Tränken, Bomben, Absuden und Co. Welchen Fehler habe ich gemacht? Und zwar bin ich ein extremer Ressourcenhorter, Sammler und tue nur Ressourcen eben verbrauchen, wenn es wirklich nötig ist, und das war mein größter Fehler in Witcher 3. Und natürlich sind die ganzen Tränken und Absurde, ich bin echt gespannt, wer von euch den gleichen Fehler macht, schreibt es in die Kommentare rein, extrem teuer in der Herstellung. Ihr seht, was man da alles braucht. Hier zum Beispiel alter Waldschrat, Absud ist echt teuer, denn man braucht eben ein Mutagen vom alten Waldschrat. Und das findet man natürlich nicht wie Sand am Meer. Und ich dachte immer, wenn man eben die ganzen Tränke, Öle und Co. verbraucht, dann muss man sie eben hier bei der Alchemie erneut herstellen. Das ist aber ein riesiger Fehler, den ich einfach dachte, weil... Ich weiß, ich habe auf immer normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, auch mal ein bisschen auf Todesmarsch, aber das Spiel war jetzt nicht so schwer, dass ich die ganzen Tränke eben im Detail mir super krass angeschaut habe. Und ja, das war ein riesiger Fehler, denn man braucht fast gar keine Materialien, um die Tränke erneut herzustellen. Teilweise sind es sogar Sachen sind kostenlos. Ihr müsst sie nur ein einziges Mal herstellen mit diesen Ressourcen und dann besitzt ihr sie im Endeffekt für immer. Ich kann es euch nur empfehlen, geht die ganzen Tränke durch, sind extrem geile mit dabei und stellt sie euch wirklich her. Genauso wie die Absude, genauso wie die Öle. Ihr seht, bei mir ist mittlerweile alles voll. Ich habe mir alles hergestellt, auf Max gepusht. Bei den Bomben fehlen, glaube ich, noch ein paar Sachen. Und bei den Ölen ist es zum Beispiel so, wenn ihr sie hergestellt habt bis zum überlegenen Öl, könnt ihr sie unendlich benutzen, die ganze Zeit. Es sind immer 60 Ladungen und ich dachte, wenn die 60 Ladungen weg sind, man hat sie auf die Waffe gepackt, dann muss man dieses Öl erneut herstellen und immer wieder, bis es überlegen ist, und ich habe das einfach falsch gesehen. Das ist mein größter Fehler und ihr seht hier, das Insektoidenöl ist immer noch da. Ich kann es unendlich oft auf diese Waffe anbringen und ich muss das nie erneut herstellen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie CD Projekt Red jetzt was mit dem Next-Gen-Update verändert hat, dass das jetzt anders ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ich hoffe, da ist jetzt nichts irgendwie falsch. Aber ich habe das erst vor einer Woche gesehen, weil ich mich intensiv mit dem Spiel nochmal beschäftige und es mir einfach extrem viel Spaß macht. Bei den Absuden und bei den Tränken wird etwas verbraucht, wenn man sie verbraucht, oder ja, wird etwas verbraucht, wenn man sie erneut herstellt. Das passiert aber automatisch. Ich werfe jetzt hier einfach mal alle Tränke und Absude ein und geht's hier nach oben, zack. Und die Vergiftung geht natürlich nach oben, ich verliere auch Leben, deswegen nehme ich immer die Knödel mit. Ja, die regenerieren mein Leben, da werden auch noch Videos dazu kommen. Und man kann natürlich auch nicht unendlich Tränke einwerfen. Ich habe das jetzt hier mal gemacht und mehr Tränke gehen jetzt nicht. Und ich habe sie natürlich, wie ihr es auch hier seht, verbraucht. Da stehen 0, da 2. Und wenn ich jetzt einfach raste, ja, dann werden die Tränke und Absude wieder direkt aufgefüllt. Das seht ihr jetzt gleich. Die Vergiftung ist erstmal weg. Heißt, nach einem Kampf raste ich eine Stunde einfach. Ich bin dann wieder clean, habe dann eben keine Vergiftung. Und ihr seht auch, die Tränke und so weiter sind erneut hergestellt. 5 habe ich wieder hier und die Absude sind auf 1 aufgefüllt. Und das Einzige, was verbraucht wird, seht ihr... Und zwar hinten, das hat man auch bei der Zeit gesehen, gerade wo ich vorgespult habe. Das Einzige, was verbraucht wird, ist nämlich der Alkohol, den man wie Sand am Meer im Spiel findet und auch kaufen kann.
Jetzt müsste ich ganz kurz gucken. Jetzt habe ich ihn übersehen. Das ist nämlich eine Flasche. Ich habe jetzt ganz kurz hier einen Cut gemacht. Ich habe den Alkohol gefunden und zwar hier an der Stelle ist er. Beim anderen Spielstand war er jetzt wirklich leer, weil ich ihn so oft verwendet habe. Aber man kann ihn sehr günstig einkaufen, auch selber herstellen, gleich zu mehr. Und nur, wenn man diese Tränke, egal wie viele, ja, und auch egal wie viele Bomben man benutzt, es wird immer nur ein Alkohol verbraucht, wenn man rastet. Das werdet ihr gleich nochmal sehen. Passt auf, ich gönne mir jetzt nochmal die ganzen Tränke. 5 Alkohol waren es ja, wenn ihr richtig aufgepasst habt. So, baller mich komplett voll. Ich werfe jetzt hier noch ein paar Bomben raus. Hoppla, das war die Armbrust. Die verbrauchen nämlich auch lustigerweise Alkohol für die Neuherstellung. Und man kann die ganzen Ressourcen so krass benutzen und verbraucht fast gar nichts. Und ich habe immer gedacht, dass man da extrem viel Ressourcen immer wieder erneut herstellen muss. Ihr seht jetzt, die Bomben sind ebenfalls auf 0. Tränke sind weg und Alkohol war vorher auf 5. Und ich raste jetzt einfach eine Stunde. Zack. Bin wieder oben clean, kann wieder alles neu einwerfen und ihr seht hier, alles ist komplett wieder in der Mitte aufgefüllt. Und wenn ich nach hinten gehe, auf die Alchemie und schaue mir die Zutaten an, ich habe das wirklich komplett getestet, alles aus dem Inventar rausgeworfen mit der Y-Taste und habe nur den Alkohol dann drin gelassen oder auch einmal kein Alkohol, ist der eben der einzige, der weggeht. Jetzt habe ich ihn wieder übersehen. Hier, 4. Es ist so gestört. Wenn ihr nie rastet, könnt ihr alle Tränke einwerfen. Ihr müsst natürlich immer wieder die Vergiftung runtergehen. Und wenn ihr dann einmal rastet, dann verbraucht ihr nur ein Alkohol. Das finde ich so absolut gestört. Und das habe ich komplett im Spiel übersehen. Und das ist mein größter Fehler in meiner Gaming-Karriere gewesen, dass ich so etwas Krasses übersehen habe. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein. Habt ihr immer mit Ölen gespielt? Habt ihr sie immer hergestellt? Die Tränke, Absude, Bomben? Oder habt ihr auch ein bisschen gespart, weil ihr dachtet, neue Ressourcen ist teuer, ich weiß nicht, wie viel ich bekomme. Ich kann euch hier wirklich eine Warnung geben. Schaltet nochmal um, ich zeige euch auch, wo man das Zeug einkaufen kann. Erstmal, wenn ihr das Rezept findet, ja, könnt ihr unter, wartet mal ganz kurz, Alkohol, das müsst ihr unter, genau hier, kann man es einfach herstellen. Da braucht man ein paar Materialien. Aber für 10 Gold könnt ihr auch euch einfach den Alkohol kaufen. Ich hatte jetzt einen Händler. Und die Händler, wenn man, glaube ich, 3 Tage von den Händlern wartet, dann ist das Angebot immer aufgefüllt. Da mit Sicherheit haben es auch andere Händler. Ich habe jetzt nur bei einem Händler das gefunden. Ich musste auch noch nie nachkaufen, noch nie nachherstellen, weil ich einfach über 60 Stück hatte. Und das dauert wirklich sehr lange. Da könnt ihr lange spielen, bis das auf 0 runtergeht. Und man findet auch immer eben wieder neuen Alkohol in verschiedenen Säcken und Truhen. Und krass. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt hier keinen Fehler gemacht habe für das Video und ihr mich hier extrem hasst. Aber ja, wenn sie da jetzt nichts mit dem Next-Gen-Update geändert haben, man verbraucht wirklich nur diese Ressourcen, ja, diesen Alkohol, das ist echt krass. Und zwar gehe ich hier einfach zu dem Kollegen hier rüber. Ja, und das ist wirklich günstig. Das könnt ihr von Anfang an benutzen, sobald ihr sie eben einmal hergestellt habt mit den Ressourcen. Und lol, jetzt hat der keinen Alkohol. Scheiße, es war ein anderer Händler. Bin ich jetzt blöd? Ich habe nämlich extra reingeguckt und bei irgendeinem Händler konnte ich nämlich Alkohol kaufen. Wissentlich war es in Novigrad. Ja, scheinbar habe ich jetzt hier irgendwie einen falschen Händler erwischt. Ich zeige es euch noch ganz kurz, dass man es auf jeden Fall kaufen kann. Ach man, da habe ich mich jetzt irgendwie auch falsch dran erinnert. Richtig belastend. Aber normalerweise müsste man das bei irgendwelchen Kräutlerkundlern kaufen können. Ich gehe jetzt mal auf Skellige. Und wir gehen mal hier zu dem einen Dude. Also bei dem muss man es auf jeden Fall kaufen. Wäre jetzt komisch. Ich habe es auf jeden Fall gesehen. Wenn wir es jetzt hier nicht finden, dann schneide ich es euch auf jeden Fall kurz rein. Dann mache ich einen Cut und suche das Ganze. Und da könnt ihr, der hatte immer 5 oder 4 im Angebot, kostet 40 Gold. Und wenn ihr in Wählen seid, ein bisschen mehr gefarmt habt, dann seid ihr schon ein paar Tausende habt ihr schon auf Tasche und da ist es wirklich gar kein Problem, die Sachen zu kaufen und ja, dann immer wieder sich so günstig die Tränke herzustellen. Da unten sitzt er. So, ich bete jetzt, dass der Kollege hier ein bisschen Alkohol auf Tasche hat und dass ihr das einmal seht und krass einfach. Einfach krass. Mittlerweile macht wieder Witcher so viel Spaß. Es ist so ein heftiges Game. Ich hatte Probleme mit der Hand, dass ich nicht zocken konnte. Das war echt richtig bitter. Mittlerweile seit einer Woche kann ich wieder zocken und der Kollege hat auch keinen Alkohol. Ich mache mal kurz einen Cut und suche, wo er war. So Leute, ich habe jetzt einen gefunden und zwar an der Stelle über Novigrad, der Kräuterhändler. Wenn ihr dorthin geht, der hat eben den Alkohol auf Tasche und wenn ihr 3 Tage wartet vor ihm, ja,
dann hat er auch wieder erneut Alkohol da, wenn ihr ihn leer gekauft habt. Und ihr seht hier, da ist der Alkohol. Und wenn wir drauf gehen, kostet er, okay, 23. Ich hätte wetten können, dass einer mal für einen 10er verkauft wird. Aber ist auch nicht schlimm, ob es jetzt 10 oder 23 ist. Es ist auf jeden Fall so günstig, dass man immer genügend kaufen kann und sich den Alkohol holt. Vielleicht hatte ich bei dem anderen sogar irgendwie einen Rabatt, das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall richtig krass. Ich hoffe, ich konnte euch da was Cooles zeigen. Bin auf eure Kommentare gespannt, ob ihr sowas gleich von Anfang an wusstet und ja, keine Ahnung, oder ob ihr das auch übersät habt und wie gesagt, mit Ressourcen gespart, mit den ganzen Tränken und Co. Man kann aber sehr verschwenderisch umgehen, weil man eben nur diesen Alkohol dann braucht. Die Öle gehen, wie gesagt, unendlich und das ist schon echt richtig krass. Mehr Videos zu Witcher 3 werden auf jeden Fall rauskommen. Könnt gerne auf dem Kanal vorbeischauen, sind schon einige Videos draußen. Und ja, das war's soweit. Schaut auch gerne auf Instagram, auf TikTok vorbei. Da kommen kleine Videos auch zu Witcher 3 raus. Andere Videos wie auf YouTube. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ansonsten sieht man sich auf jeden Fall im nächsten Video. Ich wünsche euch einen mega geilen Tag. Viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.